Moin, hier ist Thorsten von Forex Pro Systeme. Die Begleitung sitzt mir noch gegenüber. Die gucke ich jetzt ab und zu mal an. Ich habe jetzt den Ton ausgemacht, aber jetzt ruft ja diesmal keiner an. Um den Abend vielleicht ein bisschen zu versüßen, starten wir einfach mal mit dem, wo wir vorhin aufgehört haben. Mein Name ist Thorsten Helbig, ich bin Inhaber der Firma Forex Pro Systeme und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, den Leuten mal Börse so beizubringen, wie sie wirklich ist. Und damit das auch ein bisschen Spaß macht, starten wir doch einfach mal gleich mit einer Geschichte, wie wir uns das vorstellen, und den Rest erzähle ich dann danach. Hi DAX, schön dich zu sehen. Hey Fuchs, dich auch. Was gibt's Neues? Ich habe Lust, mich mit der Börse zu beschäftigen. Vielleicht wird das ja mal mein Beruf. Du machst das ja schon sehr lange. Hast du eine Idee, wie ich mich da rantasten kann? Alles, was ich bisher gelesen und gesehen habe, ist so verdammt kompliziert. Haha, das kenne ich. Die Börse wird gerne hochkompliziert dargestellt. Fangen wir mal von vorne an. Was ist das überhaupt? Börse. Es ist ein Markt. Märkte kennen wir, oder? Wochenmarkt oder Flohmarkt. Wir gehen dahin, um etwas zu kaufen oder etwas zu verkaufen. Du? Also schauen, was es kostet, wenn es uns gefällt. Geld raus, Ware zu uns. Wenn wir es nicht mehr brauchen, gehen wir wieder auf einen entsprechenden Markt und verkaufen etwas. Wir suchen jemanden, der bereit ist, so viel wie möglich dafür auszugeben. Da kann ich dir folgen. Du hast doch bestimmt schon mal auf einem Oldtimermarkt versucht, einen Auspuff für dein geliebtes altes Auto zu erstehen. Oder Ersatz für die alte Salatschüssel auf einem Flohmarkt gesucht, die ein ungeschickter Gast beim letzten Gelage zertrümmert hat. Man geht dahin und sucht sich das, was man möchte, und entscheidet nach dem Preis. Mehr nicht. Würde sehr blöd aussehen, wenn du jetzt ein modernes Notebook auf dem Markt auspackst und verschiedene Indikatoren laufen lässt, um dir eine Wahrscheinlichkeit anzeigen zu lassen, ob die Salatschüssel jetzt gekauft werden sollte oder ob du dich bis zum nächsten Flohmarkt gedulden solltest. Ja, das klingt absurd. Das würde ich bestimmt nicht machen. Wir sind Händler. Und dieses Wort kommt von Handeln. Jeder Händler, der etwas verkauft, muss es vorher irgendwo einkaufen. Und das tut er nach seinem Wissen und nach seiner Erfahrung, um die Spanne zwischen Einkauf und Verkauf so hoch wie möglich zu bekommen. Denn das ist sein Verdienst. Punkt. Wenn er etwas kauft, was sich nicht verkaufen lässt, und er Verlust macht mit diesem Produkt, dann kauft er es nicht wieder. Das nennt man Erfahrung. Und Erfahrung kann man nur machen, wenn man auch handelt. Wenn wir auf eine Herdplatte fassen, die heiß ist, wissen wir, dass wir das nicht wieder tun sollten, denn es tut höllisch weh. Und eine neue Hand gibt es nicht. Und die Erfahrung haben wir gemacht, ohne dass uns jemand wissenschaftlich erklärt hat, wie das Zerranfeld, auf dem wir uns gerade die Hand verbrannt haben, physikalisch funktioniert. Oder kennst du jemanden, der nach einer gehörigen Brandblase gesagt hat, wie ist dieses Scheißding nur so heiß geworden? Solange ich das nicht weiß, fasse ich da immer wieder drauf. Nein, da kenne ich niemanden. Man wäre ja auch schön blöd, oder? Ja klar wäre man blöd. Aber genau das machen viele Anfänger. Sie verbrennen sich im Markt immer wieder und fassen sozusagen immer wieder auf die Platte. Alles, was da passiert, resultiert aus Handelsweisen aller Marktteilnehmer. Diese logischen Schritte der anderen Händler kann man erkennen, wenn man sich mit dem Markt beschäftigt. Darauf kann man dann seine eigene Handelsweise ausrichten. Wow, das klingt ja interessant. Die Zusammenhänge möchte ich auch unbedingt verstehen. Komm, als mein Freund biete ich an, dir hier regelmäßig etwas über die Börse beizubringen. Ich erkläre dir dann diese logischen Abläufe. Also wie der Markt reagiert. Wenn du regelmäßig kommst, wirst du danach verstehen, warum einige Sachen passieren müssen. Wir wissen zwar nicht immer genau wo, aber anhand von logischen Prozessen kann man Möglichkeiten für den eigenen Handel erkennen. Das finde ich eine super Idee. Dann machen wir es so. Ich lade dich auf ein Bier ein und du erklärst mir, wie die Börse funktioniert. Fuchs, ich teile gerne meine Erfahrungen, die ich in weit über 10 Jahren aktiven Börsenhandel sammeln durfte. Ich habe zwar weder Mathematik noch Bankwesen studiert, aber ich habe an der Universität des Lebens sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen. Diese Erfahrungen habe ich mir erhandelt. Das heißt, ich habe viele tausend Stunden vor dem Bildschirm verbracht und mich immer wieder gefragt, warum ist das so? Das möchte ich dir jetzt ersparen. Jedes Jahr haben wir ca. 1500 Positionen. Nach über 20.000 Positionen, die ich gehandelt habe, darf ich von Erfahrungen reden. Ich werde dir zuerst die Angst vor der Börse nehmen, denn die beißt nicht, das kannst du mir glauben. Und dann werde ich dir zeigen, wie man sich mit etwas Einfühlungsvermögen in den Markt hineindenkt, ohne für zigtausend Euro komplizierte Berechnungen Indikatoren zu kaufen. Wenn du möchtest, darfst du gerne Fragen sammeln und mitbringen,
Die werde ich dir dann beantworten. Danke, mein Lieber. Wenn wir das hinbekommen, wäre ich sehr erleichtert. Ich freue mich auf viele interessante Stunden. Aber ich sage dir, du wirst viel zu erklären haben. Kein Problem. Das macht mir Spaß. Bis bald. Okay, ich hoffe, das war jetzt mal eine etwas angenehme Einstimmung in das, was wir vorhaben, in das, was wir machen und das, was wir euch zum Teil präsentieren. Herzlich willkommen bei den IB Days Teil 3, September 2016. Einer unserer beiden Leitsprüche, ich habe zwei davon, der eine heißt, wenn wir nicht die Großen fressen, die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Seit Jahren hat sich ein zweiter dazugesellt. Bei uns gibt es keinen Fisch. Bei uns lernt man angeln. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt. Mein Name ist Thorsten Helb. Ich bin Inhaber der Firma Forex Pro Systeme. Ich habe für mich vor Jahren mal ein eigenes Handelssystem entwickelt, nachdem ich angefangen habe zu handeln. Und auf dem Weg dahin wollen wir euch jetzt ein kleines Stück mitnehmen. Wir sind eine Community von circa 850 Leuten, um den ersten Teil ganz knapp zusammenzufassen. Ich habe vorhin im ersten Teil ganz kurz erklärt, wann ich wie, wo zur Börse gekommen bin, warum ich an der Börse bin und vor allen Dingen, warum ich mich dem kurzfristigen Handel, dem Daytrading bzw. sogar dem Scalpen verschrieben habe und warum wir das auch mit einer normalen, vernünftigen Kontogröße machen können, weil nicht jeder, der an die Börse geht oder in die Börse gehen will, hat die Möglichkeit, irgendwie 150, 200.000, 250.000 dort Kapital zu binden, um daraus seine entsprechende Rendite zu ziehen. Unser Ziel war es, eine Rendite, eine machbare Rendite, aus der man seinen Lebensunterhalt erzielen kann, aus einer Kontogröße von ca. 10.000 zu ziehen. Das soll jetzt nicht der Ansporn sein, dass jeder irgendwo jetzt irgendwie bei Oma und beim Nachbarn und bei der Tante und bei der Schwiegermutter irgendwie 10.000 Euro zusammenleitet und sagt, okay, jetzt schmeiße ich meinen Job in die Ecke und ich fange jetzt an, Börsenhändler zu werden. Börsenhändler gleich reich, weil das funktioniert nicht. Wir werden jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde ungefähr ein bisschen was dazu erklären, wie wir zu unserem Handelsansatz gefunden haben, warum wir den machen und warum wir auf die Idee gekommen sind, diese Seite www.daxkurs.de ins Leben zu rufen und werden euch erklären, wie ihr uns dabei helfen könnt, die Seite mit Leben, mit richtig Leben zu füllen. Bei uns steht der Community-Gedanke im Vordergrund, so dass wir miteinander was erreichen wollen und nicht eine für alle und alle auf ein, sondern bei uns ist es der Gruppengedanke. Okay, wen betreuen wir? Einmal mit unserem Handelsstil und wen betreuen wir einmal bei uns in der Community? Wir haben, konnte man ja gerade sehen, ja immerhin schon die IB Days Nummer 3. In den letzten IB Days haben wir den ganzen Tag gefüllt und haben euch drei verschiedene Charaktere vorgestellt. Die drei Charaktere rühren daher, dass wir einmal ich habe sie alle Phasen durch, die wir uns gleich mal angucken. Ich glaube, ich habe alle drei Händlercharaktere durchlebt und auf die Idee, dass diese drei Charaktere es wirklich gibt, die auch so leben oder auch so handeln, ist dann aus der Community entstanden, nachdem wir gemerkt haben, dass ich nicht der Einzige bin, der es durchlebt, sondern wir haben immer wieder den einen an dem Stand erwischt, den anderen an dem Stand erwischt und den anderen an dem Stand. Und damit starten wir einfach mal mit unseren drei Figuren. Das war der Anfang meiner Karriere. Ich mag diese Begriffe zwar nicht, aber okay, oder meiner Laufbahn als Händler oder mein Weg
zum Börsenhändler. Ich wollte partout hauptberuflicher Händler werden. Ich habe das 10 Jahre oder sogar über 10 Jahre nebenberuflich gemacht, mit Aktien hin und her geeiert, im langfristigen Trend gehandelt oder langfristige Positionen gehalten, im Daily Chart. Das hat Nerven gekostet ohne Ende. Warum? Weil ich immer der Meinung war, viel hilft viel, aber das ist hier genauso wie mit Medikamenten. Man sollte einfach weniger ist mehr bevorzugen und das lieber richtig machen. Aber ich war der Stressi. Darf ich mich vorstellen, ich bin der Stressi. Alles, was im Markt und im Netz irgendwo geht, nehme ich mit. Was muss man ja darunter vorstellen? Das ist der gute Mann, der irgendwo mal gelesen hat, Börsenhändler gleich reich, der dann irgendwo sagt, okay, man kann im Euro Geld verdienen, man kann im Yen Geld verdienen, man kann im Pfund Geld verdienen, man kann mit Aktien Geld verdienen, man kann mit Optionsschein Geld verdienen, man kann im kurzfristigen Handel Geld verdienen, man kann im langfristigen Handel Geld verdienen, man kann im Pfund Yen handeln, dann ist richtig eine Volatilität drin, man kann im Euro US-Dollar handeln, man kann auch Euro Pfund handeln. Damals ist zwar Euro Pfund noch eingeschlafen, wenn das Ding am Tag mal 12 Punkte gemacht hat, dann war der normal, wenn er mal 16 Punkte gemacht hat, haben wir gedacht, Mensch, was ist das scheiße volatil. Euro US-Dollar 30, 35 Punkte am Tag war eine normale Bewegung. Heute mal in 5 Minuten 100 Punkte sind nicht unbedingt eine Seltenheit, wenn es mal richtig scheppert. Das heißt, ich habe alles irgendwo mitgenommen, überall mal reingerochen, überall die Nase reingesteckt, mal im Euro gehandelt, mal im Pfund gehandelt, Pfund-Yen, Euro-Yen, Euro-US-Dollar, Euro-Pfund, alle US-Dollar-Yen, alles, was irgendwie wo geht. Gelernt habe ich dabei nichts. Das Einzige, was ich gelernt habe, dass Geld bald alle ist. Dass das nicht nachwächst, dass ich nicht mit dem Korb irgendwie auf die Weide gehen kann und Kohle pflücken kann. Kohle abbauen kann man zwar irgendwo im Ruhrpott oder so, aber nicht die. Ich habe dann irgendwann mal begriffen, dass ich mich irgendwie auf eins konzentrieren muss. Und die ganze Geschichte ist dann dadurch entstanden, dass mal ein Kollege zu mir gesagt hat, als ich im Pfund Yen unterwegs war, er hatte ich am Telefon, er sagte, ja, das kenne ich von dem schon. Er hat gesagt, wie, das kenne ich von dem schon. Muss fairerweise sagen, ich hatte zu diesem Zeitpunkt 48 Währungspaare auf dem Bildschirm und 48 Währungspaare auch noch in Minimum 4 Zeitebenen. Und damit wollte ich handeln. Das heißt, ich wollte 100, Fressack, und ich wollte ungefähr 160 oder 180 Chartbilder abgleichen, um zu verstehen, was da passiert. Das kann nicht funktionieren. Also habe ich mich in die Ecke gesetzt, habe gesagt, so, jetzt wirst du vorsichtiger. Ich habe das vorhin in der ersten Stunde schon mal erzählt, dass ich eine 250.000 ungefähr versenkt habe in dem Markt, bis ich angefangen habe, mich zu disziplinieren und mal darüber nachzudenken, was mache ich da überhaupt. Das waren so die stressigen Zeiten. Ich bin von Forum zu Forum, ich bin von einer Strategie zur anderen, von Strategie zu A zu Strategie B, von B zu C, bei C gehandelt, aber bei A nochmal geguckt, C hat nicht funktioniert, A hätte aber funktioniert, also wieder zurück zu A, dann hat A natürlich wieder nicht funktioniert, dann habe ich wieder einen an die Backen gekriegt und der hat aber C funktioniert. Das heißt, ich kam überhaupt nicht auf den grünen Zweig, habe mir Börsenbriefe reingezogen bis zum geht nicht mehr. Der erste sagt Long. Egal was, ob nur mit einer Aktie, im Euro, US-Dollar oder sonst irgendwas. Der erste Börsenbrief sagt Long, bei der und der Marke, also zack, auf den Knopf gedrückt, Long. So, läuft das Ding, habe ich auch Zeit und läuft logischerweise nicht für mich, sondern läuft gegen mich. Habe ich ja Zeit nachzudenken und habe auch Zeit zu lesen, also macht man in der Zeit. Man liest den zweiten Börsenbrief und der zweite Börsenbrief sagt Short. Oh. Long war ja wohl die falsche Entscheidung. Also Position zu, im Verlust, schon mal die ersten 10, 15 Punkte Verlust eingefahren und dann auf Plan B gehört und dann Short gegangen. Läuft auch gegen uns, logischerweise. Und wenn der Plan B gegen uns läuft, wäre ja Plan A für uns gelaufen. Also switchen wir wieder um. Und so stressig habe ich mich dann den ganzen Tag von einer Strategie und von einem Währungspaar zum anderen gehandelt. Bis dann die Aussage kam, das kenne ich von dem schon, im Pfund Yen. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Das heißt, die stressige Zeit habe ich dann hinter mir gelassen und bin dann in die Position des Coolies geschlüpft, des Grüblis geschlüpft. Das heißt, ich saß nur noch in der Ecke, habe irgendwo gegrübelt und gesagt, ja, was machst du jetzt? Ich habe mich kaum noch getraut zu handeln, weil ich alles, was ich bis dahin gemacht habe, auch verkehrt gemacht habe. Und das macht der Junge eigentlich auch. Der hat einfach Schiss, auf den Knopf zu drücken.
Ich kenne genügend Leute, ich nenne hier keine Namen, also keine Angst da draußen. Ich kenne genügend Leute bei uns in der Community, die das Regelwerk, was wir handeln, wozu wir nachher kommen, das Regelwerk sehr gut verstanden haben. Aber die kriegen die ersten, das erste Mal oder das zweite Mal, kriegen sie vielleicht mit einem Mikrolot einen an die Backen, fliegen mit 10 Cent Verlust raus, beim zweiten Mal mit 12 Cent, was für ein Vermögen. Und beim dritten Mal kriegen sie nachher Angst und sagen, jetzt gucke ich mir das Spiel erstmal an, ob das überhaupt funktioniert. Das dritte Mal läuft es. Logischerweise hat man ja an der Seitenlinie gestanden, dann läuft man, ja, das geht ja doch, und dann fängt man wieder von vorne an. Das heißt, man kommt aus diesem Grübelfaktor gar nicht raus. Warum? Weil man immer darüber nachgrübelt, welches ist nur überhaupt der richtige Weg. Man hat weder den Mut noch die Kenntnis, irgendwas zu unternehmen. Warum? Entschuldigung. Weil ich den Markt, in dem ich mich bewege, nicht kenne. Ich vergleiche das immer, wenn ich hauptberuflicher Händler werden will, wenn ich hier ein Werkzeug benutzen will, dann muss ich dieses Werkzeug, was ich habe, bis ins kleinste Detail kennenlernen. Und dann muss ich daran arbeiten, diese Beziehung zwischen diesem Werkzeug und zwischen mir zu festigen und die auch zu pflegen. Ich sage immer, es ist wie mit einer ganz normalen Ehe. Irgendwann waren wir ja mal jung, man glaubt es nicht, ich auch. Ich war nicht nur jung, ich war auch jung und frech, hat mir meine Lehrerin jedenfalls mal gesagt. Ich verstehe sie heute zwar nicht, aber man hat mir das unterstellt. So, dann findet man irgendwann seine erste Freundin. Ne? So ein Jahr zusammen oder zwei Jahre, man hat ein bisschen Spaß und dann verlobt man sich. Verloben heißt ja nichts weiter als festhalten, weitersuchen. Und in der Zeit, wo man festhält, will man ja eigentlich die Zeit zwischen der Verlobung bis zur Ehe damit überbrücken, seinem Partner, mit dem man in Zukunft vielleicht irgendwann ehelichen will, genau kennenlernen. Wenn ich in dieser Zeit nach der Verlobung bis zur Ehe zu meiner Freundin, nennen wir sie einfach mal Christine, und sage zu Christine, so, jetzt bleib du mal sitzen, ich kümmere jetzt mal um die Claudia und kümmere mich jetzt mal da um die Gabi. Wenn ich das mache in der Zeit, dann wird das mit der Christine nie was. Das heißt, ich muss mich genau auf diese eine Person, mit der ich in Zukunft mein Leben bestreiten will, auf die muss ich mich konzentrieren, die will ich genau kennenlernen. Ich will genau wissen, passt die zu mir, kann ich den Rest des Lebens mit ihr auch verbringen. Hier, wo ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten will, mit dem Markt, da springe ich von A nach B, von B nach C, von C nach D, wieder zurück nach A. Ich weiß nicht, in der menschlichen Beziehung funktioniert es nicht. Warum weiß ich dann nicht, dass das hier auch nicht funktionieren kann? Weil wenn ich meinen Partner kenne, mein Gegenüber kenne, mein Werkzeug kenne, egal ob meinen Partner oder mein Werkzeug, wenn ich das genau kenne, dann komme ich nämlich dazu, dass ich Punkt A aufhöre zu grübeln. Ich brauche nicht mehr grübeln, weil ich bin dann der sogenannte Kuli. Ich kenne mein Gegenüber, ich kenne mein Werkzeug, ich kenne meinen Gegner in Gänsefüßchen gesetzt, sonst haut mir meine Frau morgen die Ohren vom Stamm, oder die Tür ist abgeschlossen, die Schlösser sind gewechselt und der Fahrzeugbrief ist weg, das wäre dann doof. Ich werde zum Kuli, weil ich einfach mit gewissen Situationen umgehen kann. Ich bin meinem Partner heute ja nicht mehr böse, wenn irgendwelche Sachen sind, weil ich kenne manche Macken, ne Schätzelein? Macken. Ich kenne manche Macken an meinem Gegenüber, ich kenne die Macken an meinem Partner und die muss ich hier genauso kennenlernen. Den Markt, den kann ich nur cool behandeln. Wie hat Costolani mal gesagt, Börse muss man heiß lieben und eiskalt handeln. Und eiskalt handeln kann ich nur, wenn ich Punkt A verstehe, was ich da mache und genau das mache, was mein Regelwerk mir vorgibt. Auf der Autobahn fahre ich ja auch nicht rückwärts, weil ich genau weiß, das Ding crasht. Der Kuli entsteht genau dann, wenn er sein Regelwerk hat, wenn sein Regelwerk nämlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wenn ich mit meiner Partnerin auf die Straße gehe, weiß ich, meine Frau läuft rechts von mir. Es ist eine ganz normale Gewohnheit. Oder links, ist ja egal. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich mit meiner Frau durch die Stadt gehe, läuft eben rechts von mir. Ich weiß ganz genau, meine rechte Hand gehört ihr. Das ist Coolness, oder das ist die Konstanz, die da irgendwo reinkommt. Weil ich kenne meinen Partner ganz genau. Ich weiß, der macht nicht links laufen. Also weiß ich, er geht rechts. Also weiß ich das für mich einzuordnen und weiß ganz genau, wie ich damit umgehe. Und so ist es mit meinem Regelwerk. Ich brauche ein Regelwerk, mit dem ich handle. Dieses Regelwerk kann ich nur dann kennenlernen, wenn ich das ganz, ganz konstant und immer wieder durchziehe. Immer wieder. Wenn ich mit meiner Frau im Auto sitze, kann ich das austesten.
Fühlt sie sich bei 130 wohl oder fühlt sie sich auch noch bei 220 auf der Autobahn wohl? Ich weiß, worauf ich mich einschießen muss. Ich weiß, wenn ich alleine fahre, kann ich 220 fahren. Und ich weiß ganz genau, wenn meine Frau daneben sitzt, ist es besser, wenn ich 160 fahre. Da brauche ich nicht mehr nachfragen bei 220. Schatz, fühlst du dich noch wohl? Ich weiß es. Und genauso ist es mit einem Regelwerk, was ihr hier an der Börse anwendet. Egal welches. Ich sage nicht, dass meins gut ist. Meins ist das Beste. Nein, ich will einfach nur auf den Punkt, dass man sich erstmal ein Regelwerk aussuchen muss. Und ein Regelwerk sollte man sich so aussuchen, dass es so einfach ist wie möglich. Wir haben gerade eben an der Einleitung den Film gezeigt, wie von DAXkurs.de, wie Börse funktioniert. Börse ist doch relativ einfach. Börse ist überhaupt nicht schwer. Der Kuli hat das begriffen. Börse ist ein ganz einfaches Ding. Ich gehe irgendwo hin, ich kaufe irgendwas. Wir sagen ja selber, wir Händler sagen doch selber, ich bin gerade im Markt. Aber wir wissen doch gar nicht, wie ein Markt funktioniert. Ich habe noch nie jemanden auf dem Wochenmarkt gesehen mit einem Laptop auf dem Schoß und hat jetzt geguckt, ob die Tomaten jetzt das Kilo 79 Cent kosten dürfen oder ob ich warten muss, bis sie auf 77 Cent fallen. Das ist totaler Quatsch. Ich muss hier den Markt kennenlernen und dazu muss ich meine Gegner kennenlernen. Ich muss wissen, wo bewegt der Markt sich hin. Ich muss mich in andere Händler reindenken. Mit welcher Gruppe will ich mitschwimmen? Ich will mitschwimmen. Ich will ja mit dem Markt gehen. Ich stelle mich doch nicht gegen den Strom. Wenn mir 150.000 Leute entgegenkommen bei einer Demo, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich rückwärts umfalle, oder? Also gehe ich doch lieber mit in diese Richtung oder ich bleibe an der Seitenlinie stehen, wenn das irgendwas ist, was mir nicht gefällt. Diese Geschichten sind mir damals irgendwo durch den Kopf geschossen und ich habe alles in die Ecke geschmissen, was ich jemals irgendwo damals gekauft habe. Egal, ob das Börsenbriefe waren, die ich gebucht habe, egal, ob das Signaldienste waren, die ich gebucht habe. Egal, ich habe keinen anderen Leuten mehr Geld gegeben. Wozu soll ich anderen Leuten Geld geben, die das mithandeln? Warum? Mal Institutionen, denen ihr Job das ist, egal ob Banken oder sonst irgendwas, um das mal beiseite zu schaffen. Aber warum diese einzelnen Händler, die hier draußen im Markt rumtun und sagen, komm, wir poolen hier was, gib mir mal 10.000 mit, ich mache dir da 20% Rendite. Warum? Ich habe es ja gemacht. Ich weiß es ja. Also nicht das Geld eingesammelt, ich hab das Geld verteilt. Ich habe den Leuten ja Zehntausende gegeben, weil sie mir versprochen haben, 20% Rendite oder sowas zu machen. Warum gebe ich denn diesen Leuten Geld? Warum braucht er denn mein Geld? Weil, wenn er so gut ist, wenn er 20% Rendite macht, dann hat er eins, genug Kohle. Und wenn er keine Kohle hat, dann kann er es nicht. Ich bin der Meinung, ich gebe ihm das Geld, wenn er 20% Rendite verspricht, weil er mir sagt, er kann diesen Job. Wenn er diesen Job kann, dann macht er seine 20% wo mehr, oder 15%, wollen das ja nicht übertreiben, macht seine Prozente und wenn er seine Prozente macht, dann hat er Geld. Wenn er Geld hat, braucht er meins nicht. Wenn er es nicht kann, hat er seine Kohle verknallt, dann braucht er meine, um die auch noch zu verknallen. Deswegen habe ich mich da dran gesetzt und gesagt, okay, ich muss es selber lernen. Ich muss lernen, mich in diesen Markt reinzudenken. Was machen die anderen Händler? Wo tun sie das? Wie tun sie das? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Und wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen? Das machen wir inzwischen in der Community, habe ich vorhin schon gesagt, mit circa 850 Leuten. Wer treibt sich bei uns rum? Wer ist in unserem illustren Haufen? Wir sehen das nämlich alles relativ locker. Wir zählen uns nicht zu den Theoretikern, sondern wir sind Praktiker. Also wer treibt sich bei uns rum? Wen begleiten wir? Den Peter, den Max, den Sascha, den Dax und auch die Bärbel. Egal, ob wir den Studenten haben, den Handwerker, den Zimmerer, den Schlosser, den Rechtsanwalt, den Steuerberater oder sonst irgendwas. Den Handelsansatz, den wir haben, der ist sehr einfach zu verstehen. Die scheitern, die auch bei uns scheitern, es sind auch nicht so wenige, aber die bei uns scheitern, die haben den Handelsansatz entweder nicht verstanden oder mit anderen Handelsansätzen vermischt oder kriegen die Disziplin im Kopf einfach nicht hin. Die sind nicht bereit, sich einem Regelwerk zu unterwerfen und dieses Regelwerk durchzuziehen. Das ist keine Vorwürfe an die das nicht können oder die es nicht machen, sondern das ist das, was bei mir im Kopf durch die Birne gegangen ist, das, was ich jahrelang durchlebt habe. Ich habe mir ein Regelwerk genommen, habe mir ein Regelwerk aufgeschrieben, habe nach dem Regelwerk eine Position gesetzt und das Erste, was ich mit diesem Regelwerk gemacht habe, wenn die Position im Markt war, ich habe sie über den Haufen geschmissen. Erstmal einen Stop weg, dann habe ich Zeit zum Nachdenken.
war das jetzt überhaupt richtig? Eine Position in dem Markt mit einem Stop und mit einem Limit und erstmal die Position rein und Stop erstmal weg. Und dann kann ich überlegen, lag der Stop vielleicht richtig oder lag er nicht. Ich habe auf die Nase gekriegt bis zum Abwinken. Okay, dann habe ich, wie gesagt, mein eigenes System. Und das wollte ich irgendwo durchsetzen. Hatte dann genauso zwischendurch meine Phasen, die ich heute immer noch habe, wo man sich dann einfach mal gegen den Markt stellt, wo man einfach im Kopf irgendwie ganz kirre wird und einfach da irgendwie haben wir Händler ja alle in einer Klatsche irgendwie, sonst würden wir das ja nicht machen. Aber irgendwann stelle ich mich auch mal gegen den Markt und dann gibt es immer wieder eine an die Backen. Als ich mein Handelssystem, was ich euch nachher gleich zeigen werde, oder meinen Handelsansatz, meine Handelsstrategie hatte und meinen Weg gefunden hatte, kamen dann die Ersten auf uns zu und haben gesagt, Mensch, können wir nicht mal was zusammen machen? Wir haben das erste Seminar 2009 damals gegeben. Dann kamen die Ersten nach dem Seminar und haben gesagt, Mensch, können wir nicht zusammen handeln? Da habe ich immer gesagt, nein. Morgens die Zeit von 7 bis 10 ist meine Haupthandelszeit. Die Zeit morgens von 7 bis 10 ist meine. Kein Telefon, da nervt keiner. Nicht mal meine Frau, obwohl die ja nie nervt, aber da geht mir keiner auf den Keks, ich will kein Telefon, nichts eigentlich, da will ich handeln. Und da habe ich mich auf die Diskussion oder auf die Bitten der anderen eingelassen und habe gesagt, okay, wir probieren es einfach mal. Und dann habe ich angefangen, in der Gruppe zu handeln. Das heißt, für mich selber gehandelt, aber wusste genau, uns gucken ein paar Leute zu. Und dann habe ich was gemerkt, Traden macht einsam, aber nicht bei uns. Weil in dem Moment, wo ich gemerkt habe, da sind andere Leute, hat man das Gefühl, dieses Gruppengefühl, man ist nicht mehr alleine. Mit wem können wir dann da draußen reden? Ich habe das vorhin in der ersten Stunde, in dem ersten Vortrag schon mal ganz kurz gesagt. Mit wem kann ich denn da draußen reden? Mit dem Ehepartner ist es schwierig. Mache ich Verluste, kriege ich Haue. Dann ist das irgendwie eine Woche lang eine ganz normale Ehe. Das heißt, Bild da, Ton weg. Mache ich Gewinne, steht der Zalando-Bote jeden Tag vor der Tür und die Frau schreit. Obwohl ich noch nie einen Zalando-Boten gesehen habe, der geschrien hat, wenn er das Paket zurückgekriegt hat. Ich habe einfach gemerkt, hier ist man nicht mehr alleine, hier hat man Leute, mit denen kann man auch kommunizieren, mit denen kann man auch reden, mit denen kann man auch Ideen entwickeln. Und ich habe gelernt, dass ich aus den Fehlern der anderen auch lernen kann. Das war der Grundgedanke unserer Community, unsere Gruppe. Und dann habe ich gemerkt, dass die Webinare uns langsam Spaß machen, diese Art zu unterrichten, diese Art zu begleiten, Händler da draußen an die Hand zu nehmen und einfach mal zu sagen, pass auf, mein Freund, das, was du da jetzt gerade machst, das habe ich vor zehn Jahren auch gemacht. Das tat sau weh. Lass es. Wenn man sich was sagen lässt. Es sind leider Gottes sehr, sehr viele Händler da draußen, die zwar irgendwelche Strategien, irgendwelche Begleitungen oder sonst irgendwas buchen oder kaufen und wenn sie nach Hause gehen, machen sie ihren alten Trott weiter. Wir sind alles erwachsene Bürger, sind alles freie Leute, freie Bürger in einem freien Land, sagt unser sprechender Hosenanzug immer. Also bewegen wir uns auch so, wir können ja unsere eigene Erfahrung sammeln. Wir haben ja mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres in Deutschland das Recht erworben, unsere eigene Erfahrung zu machen. Ich habe gemerkt, ich kann aus den Fehlern der anderen lernen. Heute noch. Heute noch haben wir jeden Tag, wenn wir handeln, irgendwie 250 Punkte regelmäßig in unseren Webinaren. Wir kriegen Chartbilder zugeschickt mit irgendwelchen Trades, die irgendwie wo gemacht wurden. Da sind etliche Fehler immer noch dabei, die man sich da rauslesen kann, wo ich sage, geil, das habe ich so auch noch nicht gesehen. So speichert man ab. Und diese Fehler, aus den Fehlern des einen können die anderen lernen. Wir handeln gemeinsam. Wir handeln nicht jeden Morgen, sonntags zum Beispiel selten. Wir handeln in der Regel 3 Tage die Woche, morgens von 7.45 Uhr, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, mit unseren Kunden, mit unseren Leuten, die bei uns zur Forex Pro Systeme Community gehören, handeln wir 3 Tage morgens live und 3 Tage in der Regel auch nachmittags, auf jeden Fall 150 Mal ungefähr im Jahr. Übrigens, dieses Jahr am 9. Dezember zeige ich nachher das 1000. Mal. In der Laufzeit von Forex Pro. Wir handeln gemeinsam, weil es nicht einsam macht. Wer kennt das nicht, dass er zu Hause vor der Kiste hockt und eine Scheißposition nach der anderen macht und er wäre wahrscheinlich dankbar, wenn da mal einer daneben sitzen würde oder wenn mal einer auf den Schirm guckt und sagt, das ist wohl nicht so ganz richtig, was du da jetzt machst. Ich habe es gelernt, mein Junior stand hinter mir, da war er 17 war er da, stand er hinter meinem Schreibtisch. Und sagt, du hast doch ein Regelwerk, was machst du da jetzt? Das hat doch nichts damit zu tun. Ups,
Recht hat er gehabt. Man kann auch von der Jugend lernen, nicht nur von den Alten. Gegenseitigen Support kann man bei uns im Blog unter www.ufbers.de kann man das sehen. Wenn wir Positionen dort reingeben, wenn wir Positionen beschreiben oder wenn einer irgendwo ein Problem hat und er schreibt das dort rein, kommt in der Regel aus der eigenen Gruppe dann auch irgendwo eine Lösung. Man kann sich gegenseitig befruchten. Man kann gemeinsame Strategien erarbeiten oder seine oder die Strategie, die wir haben, auch gemeinsam erweitern. Da hat immer mal irgendeiner eine Idee, was man da vielleicht noch irgendwie verfeinern kann. Oder eine bestimmte Uhrzeit oder eine bestimmte Handelsidee, wo er eine bestimmte Analyse hat oder so. Das ist Gruppe, das ist Miteinander, das ist Community. Wir wollen miteinander was erreichen und nicht so wie in der Schule, wenn alles schläft und einer spricht, das nennt man bei uns Unterricht. Und es gibt eben auch Hilfe über den Handel hinaus, eben gerade in der Betreuung, in der Plattform etc. Und ich weiß nicht, wie viele Leute auch schon andere Sachen gemeinsam gemacht oder unternommen haben. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute ich schon besucht habe, wenn wir auf Wohnmobiltour sind. Also es entstehen bei uns super Kontakte. Das Schlimmste ist, wir können zwar zu unseren Fehlern stehen, wir können ja vielleicht mal Fehler machen, aber was heißt zu Fehlern stehen? Ich kann sie mir selber eingestehen, aber am nächsten Morgen, ich habe heute 150 Euro verloren, wenn ich die 150 Euro verloren habe, dann ich habe es heute nicht verloren, aber wenn ich jetzt 150 Euro heute verloren hätte, tun die weh, denke ich nach über meine Fehler. Morgen früh habe ich 200 Euro wieder gewonnen. Ist das von heute wie weggepustet und ich habe aus meinem Fehler überhaupt nichts gelernt. Ich bin wieder der Beste, bin wieder der Klügste. Ich habe ja wieder alles richtig gemacht, weil das Geld ist ja wieder drin. Wichtig ist, dass man seine Fehler auch eingesteht und seine Fehler auch kommuniziert. Wenn ich das einmal ausgesprochen habe und das jemand anders erzählt hat, tut das doppelt weh. Und alles, was weh tut, lasse ich. Deswegen sind die bei uns am erfolgreichsten sind, sind auch die auch mal eine Mail schicken und dann sagen, hier, pass auf, hier habe ich ein Chartbild, guck mal, da habe ich auf die Nase gekriegt, da habe ich auf die Nase gekriegt, da habe ich auf die Nase gekriegt, ich bin ein totaler Idiot. Was verbindet uns? Wir handeln alle das Gleiche. Wir handeln einen ganz bestimmten Stil, nämlich unser Europro, was wir euch gleich zeigen. Die Trades werden in der Regel abgeglichen. Es muss allerdings auch gefragt werden, es muss schon einer sagen, können wir uns das oder das mal angucken. Sonst wissen wir auch nicht, was der andere wissen will. Man kann sie untereinander abgleichen, wir machen gemeinsame Webinare, wir gucken uns die Märkte gemeinsam an. Wir machen gemeinsame Traderwochen, die nächste übrigens im März in Österreich mit Skilaufen. Immer so unter dem Motto, wir beherrschen den Chart und nicht der Chart uns. Haben wir letztes Jahr auch in Österreich gemacht, super, super Geschichte. Wir sind, glaube ich, bilde ich mir jedenfalls ein, wir sind keine Klugscheißer, sondern wir tun das, was wir sagen. Ich nehme das gleich persönlich, mein Freund. Da hinten hat ihn einer so gemacht. Das kommt, die Erde ist rund, es kommt alles zurück. Also, wir tun das, was wir sagen. Wenn wir ein Regelwerk haben, dann handeln wir auch dieses Regelwerk. Das heißt, wenn wir in Goldgräberzeiten haben, haben wir die das meiste Geld verdient, die Schaufeln verkaufen. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, oder unser Ziel, unser Motto ist es, das genau nicht zu tun. Sondern wir wollen gemeinsam die Regelwerke handeln und die Regelwerke, oder mit diesen Regelwerken unser Lebensunterhalt verdienen und eine gegenseitige Motivation. Gerade für die, die zwischendurch wirklich Angst haben, auf die Maus zu drücken, weil sie Angst haben, wieder Verluste zu machen, weil sie Angst haben, vielleicht wieder Geld zu verlieren oder Angst vor der Frau haben, weil sie gesehen hat, dass sie Geld verloren hat. Einfach motivieren, gucke hier ist eine, hier drückt einer auf die Maus, okay, ich mache das auch. Und wir haben jemanden, mit dem man reden kann. Viele nutzen das wirklich und alle unsere Kunden, alle, ausnahmslos, kenne ich persönlich, ich habe mit allen Minimum einmal selber telefoniert und mit etlichen, die Stammkunden bei uns sind, telefonieren wir regelmäßig, gehen regelmäßig mal Positionen, auch Lebenssituationen durch, wo man einfach sagt, pass auf in dieser Situation, lass die Finger einfach mal vom Markt. Das heißt, bei uns findet man jeden, den Mutigen, den Davorherrschenden, den Unwissenden, den Fragenden, mit allem drum und dran, von jedem etwas. Warum tut man sich das an? Warum macht man das so, das, was wir machen?
Traden macht einsam. Mich nicht mehr. Nach 3 Jahren ungefähr, nachdem wir 3 Jahre ungefähr Forex-Pro-Systeme ins Leben, oder nachdem wir nachdem wir Forex-Pro-Systeme ins Leben gerufen hatten und das lief, hat mich meine Kundin, eine alte Kundin, hallo Sonja, dich meine ich, angerufen und hat mir am Telefon zu mir gesagt, Thorsten, weißt du eigentlich, seit wann deine Performance wesentlich besser geworden ist? Ich sage, nee, seit wann? Ja, seitdem du Webinare machst. Und genauso ist es. Genauso war es. Seitdem wir das gemacht haben, war ich, oder seitdem ich diese Webinare mache, bin ich nicht mehr einsam, sind wir nicht mehr einsam und ich bin kontrolliert. Das heißt, mir guckt einer auf die Finger und man überlegt sich 10-mal, ob man nochmal auf die Maus drückt oder nicht. Man überlegt 10-mal, ob man noch eine Position da reinhaut oder nicht. Und ihr glaubt gar nicht, wie wachsam die Leute da draußen sind. Man braucht nur unten mal ganz kurz das Konto aufploppen, ganz aus Versehen. Nur das Konto aufploppen und dann kann ich die Uhr nachstellen, eine halbe Stunde nach dem Webinar. Wenn sehen wir an, da ist eine Position drin im Pfund US-Dollar, die ist im negativen Bereich oder ist mitten im Verlust, kann ich die Uhr nachstellen, nach einer halben Stunde kriege ich eine Mail oder einen Anruf, ich habe heute Morgen dein Konto gesehen, da war eine Position drin im Euro-US-Dollar, im Pfund US-Dollar, was hat ihr da zu suchen? Das heißt, man kann sich so eine Kapriolen gar nicht mehr erlauben. Mich hat es zur Disziplin gebracht. Wie gesagt, jeder lernt von jedem. Ich lerne heute noch aus den Fehlern von den Leuten, die bei uns dabei sind. Es erhöht meine eigene Disziplin. Und ich lerne, wie gesagt, aus den Fehlern von den anderen und dafür geben wir eben auch gerne was zurück. Mit diesem Chartbild habe ich vor nicht allzu langer Zeit, sag mal, wenn man in einem Alter ist wie ich, dann sind 6, 7, 8 Jahre eine nicht allzu lange Zeit. So hat mein Chartbild dann mal ausgesehen und ich war genau auf diesem Weg. Ein Chartbild mit allem möglichen Scheiß, was irgendwie nur geht. Und ich war auf diesem Weg mit meinem Konto, mit meinem Vermögen, mit allem drum und dran. Und wie kommen wir von dem zu dem? Wie kriegen wir das am besten hin? Dazu muss ich mal wieder ein kleines Stück zurückspulen. Das kriegen wir nämlich nur dann hin, wenn wir ein ganz klares Regelwerk haben. Wenn dieses Regelwerk in Fleisch und Blut übergeht. Wenn dieses Regelwerk zu uns passt, es nützt mir überhaupt nichts. Wenn ich Angst habe, auf der Landstraße oder auf der Autobahn über 80 zu fahren und ich kaufe mir eine Karre, die offen ist und 320 läuft, das nützt überhaupt nichts. Wenn ich eher der langsame Händler bin, brauche ich mir keine Scalping-Strategie zu holen. Und wenn ich eher der Hippelige und der Schnelldenker oder der schnelle Händler bin, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen, wenn ich eher der Schnelle bin, brauche ich mir keine Gedanken machen, im Tageschart zu handeln. Im Tageschart scalpen macht jetzt nicht so wirklich Sinn. Ich muss erstmal den Weg finden, die Strategie finden, die zu mir passt. Das finde ich nicht, indem ich jetzt eine Strategie buche, kaufe oder teste oder sonst irgendwas. Alles, was man so 14 Tage im Demo hat, irgendwie kann ich nicht davon ausgehen, dass ich nach 14 Tagen weiß, das Ding passt zu mir oder es passt nicht. Ich muss mir einen gewissen festen Zeitraum setzen über, was weiß ich, 3 Monate, 6 Monate und einfach gucken, komme ich damit klar. Komme ich nach 6 Monaten damit nicht klar? Sollte ich mir eine andere Strategie suchen, sollte die aber genauso wieder an mir testen, aber über den gleichen Zeitraum. Da kann ich auch nicht nach 14 Tagen sagen, okay, die ist viel besser als die erste und schmeiß die erste komplett in die Ecke. Es kann in einem halben Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Also ich muss Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Das geht in die Hose. Wie komme ich da hin? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das Werkzeug der Coolies. Europro, Scalpen mit System. Mein Baby, meine Handelsidee, die mich damals dazu gebracht hat oder mich auf den Weg gebracht hat, nachdem ich eine Menge Kohle versenkt habe, auf den Weg gebracht hat, Konstanz reinzubringen. Konstanz in meinen Handel zu bringen, um meine Lebensgrundlage zu schaffen. Um im Endeffekt da auf dem Weg zu sein. Daraus ist mein Handelssystem, mein Baby, mein Europro entstanden. Dieses Europro habe ich ausschließlich 5 Jahre gehandelt. 5 Jahre. 5 Jahre kein Links, kein Rechts, kein Börsenbrief, kein Signaldienst, kein Automaten, kein anderes Währungspaar, keine Optionsscheine, kein DAX, kein Bobble, kein Eurostocks, nichts. Europro im Euro. US-Dollar. Und dann haben wir gemerkt, okay, die ersten Jahre haben ein bisschen dran rumgeschraubt und hier ein bisschen gespielt und da ein bisschen gespielt und das ein bisschen verfeinert.
basierend immer auf den Grundlagen der Markttechnik, die ich ja bei Michael mal lernen durfte oder aus dem Buch lesen konnte. Aber mir war diese Geschichte zu heikel an diesem 9.2, was ja Markttechnik irgendwann heißt, egal ob nach Vogt oder nach Ross, an diesem 9.2 einzusteigen, sondern ich wollte schneller sein. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich suche mir meine Einstiege, mein Regelwerk nach den Einstiegen in der Korrektur. Warum in der Korrektur? Weil ich in der Korrektur ein viel kleineres Risiko habe als an der Fortsetzung des Trends. Wenn ich bei der Fortsetzung des Trends einsteige, muss ich meinen Stop unter das letzte Tief legen. Das heißt, die komplette letzte Bewegung muss ich damit mit meinem Stop absichern. Wenn ich in der Korrektur bin und der hat 50% korrigiert, ist mein Risiko logischerweise auch nur noch halb so groß. Weil mein Stop liegt dann 50% von der letzten Bewegung weg. Verständlich? Kann man das so? Okay. Also nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Wir nutzen nur drei Informationen. Warum nutzen wir nur drei Informationen? Ich habe eine Abhandlung gelesen von Konrad Lorenz, der mal Lebewesen untersucht hat und hat dabei festgestellt, dass jedes Lebewesen maximal 7 Informationen auf einmal verarbeiten kann. Am Anfang habe ich gedacht, nur 7 Informationen auf einmal verarbeiten. Selbst schuld, Konrad Lorenz. Hättest du mal ein Männchen genommen, hättest du wahrscheinlich ein anderes Ergebnis gehabt. Nein. Egal, ob ein Affe oder ein Mensch oder ein Hund oder sonst irgendwas, jedes Lebewesen kann 7 Informationen wahrnehmen und die mit einem Schlag verarbeiten und das Ergebnis daraus umsetzen. Wenn ich mir das angucke, hat das, glaube ich, mit 7 Informationen wenig zu tun. Ich glaube, 70 Informationen ist schon besser. Wie soll ich damit handeln? Wie soll ich damit scalpen? Wie soll ich daraus irgendwo was erkennen? Also habe ich gesagt, wir nutzen 3 Informationen. Wir haben eine Linie, in der verschiedene Informationen drin sind. Wir haben uns die Indikatoren, die wir früher benutzt haben, die wir massenhaft benutzt haben, haben wir einfach mal geguckt, welche Informationen liefert mir welcher Indikator. Wozu habe ich ein RSI, ein CSI, ein Williams und all so ein Kram irgendwo im Chart? Egal was es ist, ich will jetzt keinen Indikator schlecht machen, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber es nützt mir auch nichts, wenn mir der eine Indikator sagt, so, du gehst jetzt bei 1,12 Short und der andere sagt, du gehst bei 1,1198 Short und der dritte sagt, du gehst bei 1,1202 Short. Und ich warte, bis alle drei übereinstimmen, um dann auf den Knopf zu drücken und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich Short. Wenn alle drei sowieso das Gleiche sagen, kann ich daraus einen machen. Dann brauche ich nicht 3 Informationen, sondern kann ich das mit einer einzigen Information, nämlich in einem Indikator, abdecken. Und wenn der das noch optisch darstellt, so wie hier, eben in Rot oder in Blau, die Farbe noch dazu passt, brauche ich bloß drauf gucken, fertig. Dazu haben wir eine Einstiegslinie. Die rote und blaue ist eine Trendlinie. Dazu haben wir eine Einstiegslinie, die einen bestimmten Bereich abgrenzt nach oben oder nach unten. Egal. Je nachdem, ob ich nur nach oben oder nach unten will, ob wir nur steigende Kurse oder fallende Kurse haben, die eine ist langsam, die andere ist schnell. Und dieser Bereich zwischen den beiden Linien dient uns als Einstieg. Das heißt, wir haben bestimmte Korrekturlevel. Wenn wir eine Bewegung haben, brauchen wir eine Korrektur, die genau zwischen diese beiden Linien läuft. Und dort muss mir diese Korrektur Schwäche zeigen, damit ich dort einsteigen kann. Und damit ich weiß, ob ich mit dem übergeordneten Markt mit der Masse, mit den anderen Händlern, habe ich mich jetzt gerade richtig in die richtigen Händler reingedacht oder schwimme ich jetzt gerade gegen den Strom? Um das festzustellen, wenden wir eine bestimmte Filtertechnik an. Das heißt, wir haben den Hintergrund hinter uns und sehen einfach nur, ist der blau? Sind wir long unterwegs? Ist er weiß? Ist die übergeordnete Zeitebene oder die übergeordnete Händlergruppe, ist die relativ neutral? Und ist der Hintergrund rot? Sind wir short. Ganz einfach. Das haben wir nur in Farben gepackt. Ich bin ein optisch arbeitender Mensch. Ich denke in Bildern. Ich arbeite sehr viel mit den Augen. Ich arbeite sehr viel
mit dieser Wahrnehmung. Mir nützt es nichts, wenn ich auf dem Zettel stehen habe, irgendwie immer nachlesen muss. Es muss mich anschreien. Also haben wir das, mein Regelwerk oder unser Regelwerk, einfach nur in diese Farben gepackt. Ich weiß ganz genau, bin ich long unterwegs, habe ich eine Kaufposition im Markt und da wird irgendwas rot, stelle ich mich mit meiner Position gegen diesen Markt. Das schreit mich an, dieses Rot schreit mich an. Also ziehe ich einen Cut und sage, raus. Die ganz Klugen sagen dann, dann hedge ich, mache ich eine Gegenposition auf. Die fange ich dann so lange ab. Was ein Blödsinn. Wir sind Scalper und wenn ich sehe, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, dann muss ich diese Entscheidung revidieren. Wie mit einer Ehe. Läuft meine Ehe nicht, muss ich da irgendwas dran ändern. Entweder die Ehe ändern oder die Ehe enden lassen. Ganz einfach, ich kann mir mein Leben nicht zur Hölle machen. Das wie oder muss ich nicht gleich eine Ehe sein, eine Beziehung. Wenn ich mit meinem Partner nicht klarkomme, muss ich mich einfach davon trennen. Da hole ich mir ja auch nicht einen zweiten dazu und sage, okay, mit dem geht es ja so lange gut, bis es mit dem anderen wieder läuft. Das wird nicht funktionieren. Hier ist genauso, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, sagt mir jedenfalls meine Indikation oder sagt mir jedenfalls mein Regelwerk. Ich habe hier eine falsche Entscheidung getroffen und eine falsche Entscheidung kann ich nur wieder gut machen, indem ich einfach diese Position beende. Eine Gegenposition aufmachen in diesem Fall, nach meinem Regelwerk, ist falsch. Das hat nichts damit zu tun, dass ich langfristig eventuell, nehmen wir mal den DAX die letzten Tage, vorgestern und gestern hatten wir die Möglichkeit noch bis zu 10,55 hochzulaufen, obwohl übergeordnet alles nach unten gehen sollte. Wir sind gerade in so einer heiklen Phase, zwischen jetzt im Bereich 10,2 ungefähr, wird es jetzt richtig eng, da wird sich langfristig, jetzt kommt der Showdown, jetzt werden wir genau entscheiden, gehen wir langfristig oder mittelfristig die nächsten 3-4 Monate Richtung Süden oder knallt er da unten auf der 10,2, 10,1 nochmal kräftig ab, macht eine klare Umkehr und zieht wieder an, dann haben wir bald neue Allzeithochs. Aber übergeordnet sind wir im Moment nach unten orientiert. Im Moment geht es seit der 10,57 geht es runter. Gestern waren wir im Bereich 10,53. Trotzdem kann man ja eine Korrektur mithandeln, wenn man sich über sein großes Bild nicht, sich von seinem großen Bild nicht entfernt. Heißt, langfristig Position drinne, Short, die lässt man in Ruhe nach seinem langfristigen Regelwerk. Deswegen kann ich trotzdem eine kurzfristige Position in der Korrektur trotzdem dagegen handeln. Ich kann nicht nur nach einem Regelwerk, nach dem gleichen Regelwerk zwei Positionen drin haben, um die abzuhatchen. Ist nicht mein Fall, finde ich auch nicht gut. Also, wir haben drei Indikatoren drin, wir haben lediglich zwei Linien, die dazwischen farblich gekennzeichnet sind und wir haben den Hintergrund. Mehr brauchen wir nicht. Und dann sieht unser Chartbild so aus. Dahinter sind... Keine Brille mit. Das heißt, so sieht heute unser Chartbild aus. Wir haben dahinter entweder einen weißen, einen blauen oder einen roten Hintergrund. Wir haben eine Bewegung, wir haben eine Korrektur. Wenn die Korrektur zu Ende ist, wollen wir genau die Bewegung mitmachen, die die größeren Zeitebenen machen. Und aus dieser Bewegung wollen wir uns ein kleines Stück herausschneiden. Weil je kleiner unser Risiko, desto größer können wir unsere Position wählen. Ich habe das vorhin in dem Vortrag von 3 bis 4 in dem Teil 1 von uns, habe ich das vorhin erklärt, warum, wieso, weswegen. Je kleiner ich das Risiko wählen kann, je besser ich in der Korrektur reinkomme, desto kleiner mein Risiko ist, desto größer die Position, um mein Money Management dementsprechend nicht zu verletzen. Einmal sieht das so long aus und einmal so, wenn es short geht. Und das ist unser Chartbild heute. Das ist unser Chartbild heute, was wir heute pflegen, was wir heute handeln. Alles andere, wenn ihr euch entsinnt, mal ganz kurz das vorher, ich hätte es mal dazwischen schieben sollen, habe ich vorhin irgendwie nicht gespeichert. Wenn ich das jetzt vergleiche, dieses Chartbild mit dem vergleiche, was wir heute haben, trennen uns echt Welten. Und mit diesem Chartbild bin ich glücklich, mit diesem Chartbild bin ich happy. Ihr könnt es auf unseren Webinaren sehen. Ich glaube, hier oben drüber ist ein Link zu unserem YouTube-Kanal. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr Webinaraufzeichnungen. Ich glaube, im Moment sind es 550 oder 600 ungefähr. Die kann man sich angucken, da kann man genau sehen, wie man das anwendet. Wer Kunde bei uns ist, kann an diesen Webinaren teilnehmen, kann uns dort Löcher in den Bauch fragen, bis zum geht nicht mehr. Und wir begleiten vielleicht ab morgen auch dich dabei. Dazu, ich glaube, ein Großteil von dem, was wir hier jetzt erzählen oder was wir hier jetzt erzählt haben,
Ein Großteil davon, hey, da war er. Ich hätte beinahe wieder zur Flasche gegriffen. Also hier zur Wasserflasche. Kriege ich wieder Ärger. Zur Flasche gegriffen. Ja, wenn ich die sehe, würde ich manchmal gerne zur Flasche greifen. Ich glaube, das Regelwerk und so weiter hat der eine oder andere bestimmt schon mal gesehen bei uns. Ich glaube, so ganz unbekannt ist unser Handelsansatz und unsere Firma im Markt nicht. Was neu ist, ist unser neues Baby. Wenn ihr das seht, wenn ihr das Chartbild seht, dann seht ihr jetzt, dass wir den Wünschen des allgemeinen Marktes, sage ich mal, nachgegeben haben in einer gewissen Form. Uns haben so viele Leute gesagt, auf jeder Messe kam ich mir an, warum macht ihr das nicht auf dem Metatrader, warum macht ihr das nicht da, warum macht ihr das nicht da? Und dann haben wir uns hingesetzt und hatten dann die Idee, eine eigene Plattform ins Leben zu rufen. Christoph, unser Junior, und ich haben lange darüber gegrübelt und wollten das schon seit sehr langer Zeit ins Auge fassen, wollten dann ein Projekt starten mit einer eigenen Plattform, eine eigene Plattform eben zu zeigen oder eine eigene Plattform zu kreieren mit den Sachen, die wir für uns nur brauchen, die nicht hyperkompliziert ist, aber geile Möglichkeiten bietet. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam eigentlich im richtigen Augenblick eine passende Mail. Dirk hat das vorhin hier im Technikraum vorhin schon mal erzählt. Viel besser konnte das eigentlich gar nicht passen. Genau in dieser Zeit, wo im Kopf bei mir ein Umbruch stattfinden sollte oder stattgefunden hat. Wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, Punkt A, eben mit dem Metatrader vielleicht irgendwas zu machen. Das ist immer die weit verbreitetste Plattform. Oder beziehungsweise eine eigene Geschichte zu machen. Genau zu diesem Zeitpunkt habe ich dann eine Mail gekriegt von Dirk, wo er gesagt hat, Mensch, ich habe mir ein paar Videos von dir auf YouTube angeguckt. Ich glaube, das, was du da machst, könnte ganz gut zu mir oder zu uns passen. Kannst mich gerne gleich korrigieren, wenn du... Und hat gesagt, er hat da eine Plattform und ich könnte mir die auch einfach mal angucken. Und genau, ich glaube, eine halbe Stunde später irgendwie habe ich ihm geantwortet und... Was? 3 Minuten. Ach, 3 Minuten. Ja. 3 Minuten später hatte er eine Mail zurück. Stimmt. Er hat sofort eine Mail zurückgeguckt, wir müssen reden. Und dann haben wir auch geredet und wir haben geredet und wir haben geredet, weil wenn Dirk eins kann, dann ist es reden. Ich weiß nicht, ob er sonst was kann, aber reden kann er. Und er ist jetzt auch hier. Wir haben es jetzt und wir werden jetzt noch 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, können wir euch noch ein bisschen was zu erzählen, wie wir dazu gekommen sind, überhaupt diese Plattform ins Leben zu rufen. Warum, wieso, weswegen. Ich finde es wichtig, dass Dirk euch ein paar Worte zu dem sagt, wer er ist oder wie er überhaupt dazu gekommen ist, so ein Projekt überhaupt anzufassen, für sich anzufassen. Das kann er euch aber am besten selber sagen und dann werden wir mal ganz grob gleich die PowerPoint hier beenden, nee, nur unterbrechen und werde mal unser Konto hier ins Bild rücken. Was sehen wir jetzt? Mein Bildschirm oder die PowerPoint noch? Okay, dann werde ich... Ja, dann ich beende die PowerPoint, weil wir hatten nämlich heute Nachmittag auch eine hervorragende Situation, um das Regelwerk mal zu erklären. Das ist natürlich der Vorführeffekt, jetzt ist der Filter kaputt, warum? Keine Ahnung. Kannst du mir vielleicht gleich sagen? Ja. Wir wollen aus dem übergeordneten Trend in den kleinen Trend wechseln und wollen uns dann eine kleine Position rausziehen. Warum der Filter jetzt hier... Ach, das Internet war vorhin weg zwischendurch. Kann durchaus sein, dass er jetzt die Daten nicht gezogen hat. Also könnt ihr mir glauben, der Hintergrund hier war vorhin die ganze Zeit rot. Und um das Regelwerk mal an einem... Ups, genau die falsche Richtung. An einem... logischerweise
immer wenn man irgendwas vorführen will, dann ist das so, dass es nämlich nicht geht. Und da haben wir die Geschichte. Wir wollen aus der Korrektur handeln. Hier haben wir die Korrektur im übergeordneten Chart. Diese Korrektur muss nach Regelwerk, wir befinden uns übergeordnet abwärts. Das heißt, wir haben hier die Korrekturen, einen Aufwärtstrend, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung soll kaputt gemacht werden und dann die nächste Rücklauf hier in die Wolke sollte man nutzen, um sich dort genau einstoppen zu lassen. Ist ein Idealszenario, die hat man nur auch nicht jeden Tag, aber ist ein Idealszenario. Das heißt, wenn wir hier reingehen bei 1, 12, 22 oder 23, kannst du ganz genau erkennen ohne Brille, aber 1, 12, 22, 23, Stop direkt da oben drüber, nachdem dieses Tief hier mit Schmackes durchgeschossen ist, den Stop direkt da oben drüber und schon läuft das Ding. Wenn du dann mit einem Stop von 8 Punkten, Take Profit von 20 Punkten, da das Ding angefasst hat, ist man hier innerhalb von 3-4 Minuten durch und das Ding ist sauber vorbereitet gewesen. Schade, dass er jetzt den Filter nicht hat, aber alles die Grundzüge oder alles das, was die Plattform noch kann, glaube ich, würde Dirk jetzt ganz gerne mal ein paar Löcher in den Bauch fragen, warum kommt so ein verrückter Vogel überhaupt erstmal auf die Idee, so eine Geschichte ins Leben zu rufen? Ja. Hallo erstmal, jetzt habe ich endlich mal Gelegenheit, mich für deine ganzen Frechheiten, die du ja hier die ganze Zeit schon losgelassen hast, dann jetzt auch mal zu revanchieren. Also wie du vorhin gerade gesagt hast, du greifst also zur Flasche, wenn du mich siehst. Ja, das ist nur eine Sache, die ich mir gemerkt habe. Ja, für mich übrigens das erste Mal hier bei den IB Days. Sehr schön hier zu sein. Auch danke für die Einladung. Das kam ja von deiner Seite und natürlich eben auch von Michael Vogt. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dirk Hilger. Ich habe den Stereo Traders, so heißt die Plattform, mit dem der Thorsten eben auch handelt. Ja, Alter, Familienstand. Das Schuhgrößen und so weiter kommen wir später drauf. Also ich fange mal vorne an, ja, also nicht bei der Schuhgröße, sondern ich mache den Satz fertig. Ich habe die Plattform sozusagen aus dem Boden gestampft, also aus dem Nichts sozusagen geschaffen. Und ja, ich komme aus Köln. Alter verrät man nicht, Familienstadt als Kölner sowieso nicht, aber ich habe Kinder, also von daher ist zumindest mal eine Sache geklärt, was für einen Kölner ja gar nicht so unbedingt selbstverständlich ist. Aber du hast, aber das stimmt, wie der Thorsten das vorhin gesagt hat, ist tatsächlich so, dass nämlich, also hier stecken halt wirklich einige tausend Stunden Entwicklung drin. Und ich habe mir dann irgendwann Gedanken gemacht, weil ursprünglich habe ich die Plattform tatsächlich nur für mich entwickelt, weil ich selber eben auch handle und gemerkt habe, es ist, mir fehlen einfach bei den ganzen Plattformen, die es da gibt, mir fehlen einfach Sachen. So, und das war dann irgendwann an so einem Punkt, wo ich dachte, ja, eigentlich könnte es noch mal ein paar andere Leute drauf loslassen. Es gab natürlich schon den ein oder anderen Händler drumherum. Und von Thorsten ist tatsächlich so, wie er gerade gesagt hat, ich habe damals von dir, das war übrigens auch IB Days, das war eine Aufzeichnung, und du hast da irgendeinen Satz losgelassen. Ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich nur gedacht so, hat er das jetzt gesagt? Habe ich das falsch verstanden? Egal, ich schreibe dem jetzt mal eine Mail, ich glaube, waren 3 Zeiler, ne? Ja. Es war wirklich 2 Zeilen so, ich habe da ein Video von dir gesehen und ich glaube, ich habe da was verstanden. Und wenn das so ist, ach, vielleicht guck mal, ich habe dir einen Anhang dran geschickt, vielleicht findest du das ja interessant. Und 3 Minuten später tatsächlich, es waren wirklich 3 Minuten, kam die Mail, wir müssen reden. Das war alles, was er geschrieben hat, nicht mal Hallo. Ja, und so haben wir uns kennengelernt, das ist noch gar nicht so lange her. Und so fing es dann auch an, ne? Mit uns. So. Ja. Ja, zwar noch nicht verheiratet, aber. Also, Dirk hatte genau diese Funktion oder einen Großteil der Funktion, die ich eigentlich lieben gelernt habe, auf allen anderen Plattformen. Ich habe nun wirklich viele Plattformen durch in dem Markt. Ich habe jahrelang auf dem Metatrader früher gehandelt. Habe den nachher in die Ecke geschmissen, weil ich das Ding einfach. Ach, wir haben uns nicht geliebt. Das hat so nicht harmoniert zwischen uns beiden. Also. Es ist zwar, das Ding ist einfach runterzuladen, ist auch relativ einfach zu bedienen, habe ich jedenfalls damals immer gedacht. Heute merke ich erstmal, wie schwer es ist, das Ding zu bedienen. Wenn man nicht nach 5 Jahren wieder zurückkommt oder nach 6 Jahren wieder zurückkommt zum Metatrader, ist es nicht so ganz einfach. Die Grundfunktion, back to basics, wenn man 25 Jahre kein Rad mehr in Fingern gehabt hat, nur noch Porsche gefahren ist, dann wird es mit dem Fahrradfahren auch wieder schwierig. Und dann habe ich erstmal gelernt, was man da eigentlich draus machen kann, zu was Leute überhaupt in der Lage sind. Was mich daran begeistert hat, ist einfach, dass es
Das ist eigentlich auch das Motto, was da drüber steht, von Händlern für Händler gemacht, also von Profis für Profis gemacht. Also keine Hobbyhändler, die da mal irgendwie ganz wichtig irgendwie einen Indikator zurechtgespielt haben, den wir eingefügt haben, sondern wirklich ein Werkzeug von Profis für Profis angepasst. Und ich würde vorschlagen, vielleicht kannst du irgendwie so die 1, 2, 3, 4 Highlights so ganz kurz nur zusammenfassen, weil ich würde es heute Abend noch nicht so lange machen, weil erstmal wollen die Jungs hier nach Hause, ihr habt vorhin schon gesagt, ich darf nicht so lange machen. Zweitens habe ich einen höllischen Durst und drittens haben wir morgen früh um 9 ja den nächsten Vortrag. Ich würde nämlich vorschlagen, dass wir jetzt mal ganz kurz einfach die wichtigsten Highlights oder 3, 4 Punkte einfach nur mal rauskitzelst und was das Ding wirklich in sich hat. Die 4, 5, 6 wichtigsten Sachen, glaube ich, werden wir morgen früh von 9 bis 10:30 ungefähr zeigen. Dirk hat eine Menge Filmmaterial mitgebracht, wo er Trades oder Situationen gefilmt hat, was wie wo gemacht werden kann. Und das werden wir aber euch dann morgen früh zeigen in der Funktion, in den Aufzeichnungen. Aber ich habe jetzt ganz bewusst mein Live-Konto hier einfach mal aufgeschaltet, damit man auch sehen kann, dass die wirklich auch live funktioniert. Also das ist nicht nur mit Bildern in der PowerPoint. Wenn du willst, kannst du gerne. Das ist dein Konto. Nee, mach du das mal schön selber. Du weißt, wie das funktioniert. Mach mal. Also ganz kurz soll ich das zusammenfassen. Ja. Gut. Dann ganz kurz nur, ja? Ja. Okay. Also, ich fange mal vorne an. Vor 25 Jahren. Ich muss aber wirklich so anfangen, weil ich versuche es trotzdem kurz zu machen. Ja. Es ist wirklich so, also ich habe meine ersten Gehversuche in dem Bereich, die liegen 25 Jahre zurück und habe damals mit Optionsscheinen mich versucht, irgendwie ganz schnell mal ganz viel Geld verdient und dann ganz schnell war es dann auch wieder weg, zwischendurch immer wieder mal und so im CFD-Bereich bin ich eigentlich erst vor ein paar Jahren dazu gekommen und habe mich dann auch wieder intensiver mit auseinandergesetzt. Und das Ding war so, der Gedankengang war bei mir eigentlich der, naja, es sind irgendwie 20 Jahre vergangen und so jetzt, was irgendwie den Taghandel angeht, da müsste doch irgendwie, da gibt es bestimmt ganz tolle Software, so die alles kann und die mitdenkt und weiß ich nicht was. Dann habe ich Verschiedenes ausprobiert, also alles, was man so kennt. Ich möchte jetzt auch hier gar keine Namen nennen von anderen Plattformen. Ich denke, das ist auch bekannt. Und klar, für jede Plattform oder fast jede gibt es ein Für und natürlich auch für jede Plattform irgendwo ein Wider, ganz klar. Und es gibt sicherlich gute Plattformen da draußen, aber irgendwie hat mir keine Hose so richtig gepasst. Also ich bin jemand, ich handle eigentlich nur den DAX, sonst überhaupt nichts. Also mit Euro, das ist für mich, ist das, das verstehe ich nicht. Da bin ich immer ganz erstaunt, wie du das machst. Wir reden in einem Jahr nochmal. Ich kann wirklich nur DAX, mache nur Ausbrüche, also ganz schnelle Geschichten eben auch. Und so ein typischer Fall, der mich dann wirklich zum Nachdenken gebracht hat, das war der, es gibt ja so eine einfache Regel, so, die lautet, glaube ich, am Tageshoch geht man short und am Tagestief geht man long und alles dazwischen ist Quatsch. Das ist so, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, der Gedankengang ist ja gar nicht blöd, ja, das Dumme ist ja nur, es weiß ja keiner, wo das Tagestief ist. Also damit gemeint ist natürlich das bisherige Tagestief, aber ob das dann auch das Tagestief bleibt, das ist eine andere Geschichte. Und am Tageshoch short ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, also generell, weil Aktien sind dazu da, dass sie steigen. Und wenn man auf einem Index unterwegs ist, ist man ja nun mal letzten Endes indirekt mit Aktien unterwegs und die sind eben zum Steigen gemacht und nicht zum Fallen. Deswegen, aber jetzt nur mal den ersten Teil, also am Tagestief long. So, jetzt kann man sich aber mal so einen DAX oder auch einen Dow mal angucken, was der so treibt. Wenn der jetzt dann irgendwie da unterwegs ist, ist mal irgendwie 100 Punkte über den Tag verteilt in seiner Range da geklettert. Und er kommt dann das Tagestief besuchen. So, was passiert? Ganz oft habe ich eben zum Beispiel gesehen, so ein Kurs kommt dann runter, ja, und guckt sich das Tagestief kurz an, zuckt dann 3 Punkte nach oben und dann geht es doch 20 runter und dann geht es doch wieder hoch. Und das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, das muss man doch irgendwie, muss man das doch einfangen. Oder es muss doch eine Software geben, die jetzt nur mal als Beispiel so eine Situation einfangen kann, die in der Lage ist zu sehen oder eben auch schnell zu agieren. Und so fing das eigentlich an. Und dann so kam dann eins zum anderen. Und dieses Beispiel ist eine Funktion vom Stereo Trader, die wirklich essentiell ist. Jeder, der sich damit befasst oder an YouTube auch mal guckt, wird das Wort immer wieder hören. Und das ist nämlich Limit Pullback Order. Das ist nur ein Beispiel, wie gesagt. Und die führt eben dazu, dass, wenn jetzt sowas passiert, ja, also der normale Weg wäre, ich habe eine Limit Order oder noch schlimmer, ich gehe Market rein am Tagestief. Aber so eine Limit Pullback Order, die kann zum Beispiel, die soll überlaufen werden und die reagiert erst bei einem Rücklauf. Und da so ein Rücklauf ja auch nur mal ein Tick sein kann, wenn man das möchte,
aber nicht vorher, dann ist es zum Beispiel so, dass wenn so eine Situation am Markt ist, wo dann wirklich halt tagestief wird getestet, geht runter und geht dann zurück und dann wird das Ding dann auch erst ausgelöst. Aber da hast du ja Beispiele morgen mitgebracht, oder? Ich habe Beispiele dabei. Das ist aber nur eine Sache, ja, weil ich halt, der Grundgedanke ist eigentlich, eine Software, die mir dabei helfen muss, mein Risiko zu minimieren und entsprechend natürlich auch die Profite zu maximieren, weil das ist ja im Endeffekt das, was darüber entscheidet, ob am Ende des Monats ein Plus oder ein Minus da steht. Also nicht mehr irgendwie Gewinne begrenzen und Verluste laufen lassen? Das ist mit Sicherheit, also ich sag mal, ich bin der schlechteste Laufenlasser vor dem Herrn, ja, sage ich immer, ich kann es nicht, ja. Also dafür gibt es natürlich auch Funktionen, ganz klar, also jemand, der Swing Trading halt mag, gibt es auch jede Menge Funktionen, aber das ist nur mal ein Beispiel. Also Risiko begrenzen, Kapitalerhalt, finde ich, ist das Allerwichtigste. Und das sind eben auch genau solche Sachen, die eben auch dazu führen, dass man zum Beispiel dann eben viel zu früh ausgestoppt wird. Nur ein Beispiel. Anderes Beispiel war eben, viele Oberflächen bieten die Möglichkeit, zum Beispiel automatisch zu handeln. So, das Problem ist aber nur, die können aber nichts beides gleichzeitig. Und das heißt, ich muss mich dann entscheiden, handle ich automatisch oder handle ich manuell? Und das ist zum Beispiel auch was, das kann der Stereo Trader eben auch. Und. Also die Liste ist wirklich lang. Und wie der Thorsten gerade schon gesagt hat, wir werden uns morgen damit entsprechend auseinandersetzen. Aber das nur, um das mal kurz zu erklären, wie ich dazu gekommen bin, weil ich einfach für mich nicht das Richtige gefunden habe. Und ich behaupte einfach, gerade im CFD-Bereich, CFD ist ja auch so ein bisschen verrufen. So, es gibt ja viele, die sagen, was handelt CFDs, macht doch Futures. Nee, ich sehe es anders. CFD hat auch ganz klar Vorteile. Einer davon ist die Skalierung. Ich kann eine Positionsgröße wählen, auflösen, setzen, wie ich das möchte. Das kann ich mit keinem Future. Und das Zweite ist, ich gebe eine Order in den Markt und die wird gefillt. Und nicht wie bei Future, da kann es passieren, da muss ich erstmal warten, bis einer kommt, der sie kauft. Und genau diese Sachen nutzt einfach überhaupt gar keine Plattform wirklich aus, die es da draußen gibt. Und das sind eben solche Geschichten, die sind hier wirklich reingeflossen. Und entsprechend ist der Stereo Trader, behaupte ich, so auch die erste wirkliche Plattform, auch wenn es jetzt nicht eigenständig ist, sondern eben auf dem MetaTrader läuft, aber es ist die erste Plattform, die wirklich in der Lage ist, genau diese Vorteile von CFDs gegenüber Futures auch entsprechend auszunutzen. Das so. Werden wir uns morgen früh angucken. Also, genau. Also, wer morgen früh jetzt nicht unbedingt mit seiner Frau einkaufen gehen muss, der kann die Frau mal alleine einkaufen lassen, auch wenn es teurer wird in der Regel. Der kann sich morgen früh eine Tasse Kaffee nehmen und kann morgen früh um 9, glaube ich, auf Kanal 5 kann er sehen, wie wir uns mit dem Stereo Trader befassen, die Funktionen erklären, die wichtigsten, die Highlights rauspulen und anhand von zahlreichen Videos und einer Menge Filmmaterial zeigen werden, wie das Ding auch funktioniert. Dafür sage ich dir für heute erstmal danke. Wir sehen uns morgen früh wieder oder nachher beim Essen, gehe ich mal davon aus. Das heißt, ich soll jetzt wieder gehen? Ja, tschüss. Okay, aber es war für die Frechheit muss ich mir schon ein bisschen was einfallen lassen. Ne? Im Zweifelsfall machen wir das morgen, dann in aller Ruhe. Dann bin ich ja nämlich derjenige, der am meisten redet und du, der am meisten zuhört. Das machen wir so. Okay. Ja, danke, wir sehen uns morgen. Ich möchte noch eins loswerden, bevor wir das hätte ich beinahe vergessen, nämlich diese Geschichte, das Highlight des Jahres 2016. Ich habe vorhin ganz kurz gesagt, dass wir 10 Jahre am Markt sind, habe ich in dem ersten Vortrag erzählt, genau am ersten Advent 2006 habe ich meine Laufbahn hier als Händler gestartet. Das heißt, wir haben dieses Jahr genau 10 Jahre rum. Das deckt sich damit, dass wir am 9. Dezember unsere 1000. Veranstaltung haben. Diese 1000. Veranstaltung läuft unter dem Motto kulinarisches Advanced Trading. Werdet überrascht sein, wir werden in Göttingen im Hotel Freizeit Inn, wo wir ein sehr großes Kontingent reserviert haben, wenn wir mit unter Begleitung von 2 Köchen, damit mit auch alle das Event überleben, werde ich mit Freunden hier aus der Branche, ich will noch keine Namen nennen, das kommt, sind aber ganz bekannte Gesichter, werden wir
Börsengerichte kochen und werden diese ganze Geschichte streamen und werden dabei live handeln. Das heißt, also so jetzt mal zwischen Dirk und mir, ich werde kochen und Dirk wird handeln. Das ist so ungefähr. Also wir werden dort auf jeden Fall kochen und wer dann ein bisschen Appetit hat, vielleicht vorneweg ein Stoppsüppchen zu essen mit einem Hauch Verlust oder lieber ein Tageszielsalat vorneweg isst. Wer was Warmes will, kann gerne Bollinger Ravioli kriegen. Wer lieber was Kaltes isst, der kann eine kalte Dachsplatte kriegen und als Nachtisch vielleicht noch einen kleinen Widerstandskäse oder so. Oder ein Eis mit ein paar Gewinnstreusel obendrauf. Der ist herzlich eingeladen. Das Event haben wir erst seit 3 Tagen geplant. Die Karten werden sehr begrenzt sein vor Ort. Wir wollen damit ein bisschen Danke sagen an die Community bei uns. Und wer Interesse daran hat, dabei zu sein und sich rechtzeitig einen Platz zu reservieren, der kann uns jetzt zeitnah eine E-Mail schicken. Das Kontaktformular ist hier oben drin, einfach eine Nachricht dazu und ansonsten Kontaktformular über unsere Homepage unter www.forexpro-systeme.de. Dort findet ihr alle nötigen Informationen und auch das Formular, wo ihr euch anmelden, registrieren könnt. Rechtzeitiges Erscheinen sichert die besten Plätze, heißt es immer so schön. Aber es wird an dem Tag mit Sicherheit alles, aber nicht langweilig. Das verspreche ich euch hiermit schon. In diesem Sinne werden wir uns auch jetzt heute Abend hier schon mal verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick einmal in meinen Werdegang, in mein Leben geben. Ich mache das eigentlich nicht so gerne immer zurückgucken. Das heißt nicht umsonst, wer bei der Fahrt durchs Leben immer nur in den Rückspiegel schaut, braucht sich nicht zu wundern, wenn er vorne gegen die Wand knallt. Deswegen gucken wir eigentlich eher nach vorne und deswegen bin ich froh, dass Dirk heute auch mit dabei ist. Weil mit dem Stereotreter, glaube ich, haben wir auch ein Werkzeug, wo wir ganz stramm nach vorne gucken können. Ich freue mich riesig auf morgen früh, nicht nur auf Dirk, sondern auch auf euch, weil morgen früh Wecker stellen um 8.30 Uhr. Kaffee kochen, bringt bitte einen mit. Ich trinke den gerne mit Milch. Dann sehen wir uns morgen früh, Punkt 9 Uhr auf Kanal 5. Kanal 1. Okay, Kanal 1, danke. Okay, dann morgen früh 9 Uhr Kanal 1. Die 5 schimpft schon hier, der sagt, der will euch nicht. Also morgen früh nicht auf die 5, der will euch gar nicht haben, sagt er gerade. Kommt morgen früh einfach auf Kanal 1. Wir freuen uns über zahlreiche Zuschauer und ihr werdet begeistert sein, wenn ihr seht, was das Stereo-Dingens alles kann. Weil wir werden die Funktion vorstellen und wie man das Ding nachher bedient, kann man lernen, weil jeden zweiten Donnerstag heißt es bei Forex Pro Systeme Stereo lernen mit Dirk und Thorsten. Die Videos davon findet ihr ebenfalls in unserem YouTube-Kanal, der ebenfalls hier oben verlinkt ist. Flattert euch da einfach mal durch, dann seht ihr, was wir für einen Haufen sind und was wir alles machen. In diesem Sinne, euch einen schönen Freitagabend. Behaltet das Geld, was ihr wahrscheinlich diese Woche hoffentlich mit den Short-Positionen im DAX auch verdient habt. Wir sehen uns der Rest der Community dann wieder am Dienstag früh beim Live-Trading und morgen früh beim Stereo-Handeln mit Dirk. In diesem Sinne, euch einen schönen Abend. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss.